Hallo meine Lieben, ich hatte ja versprochen, das nächste Video wird ein Bastelvideo und in zwei Facebook-Gruppen hatte ich es auch schon gepostet, was es geben wird. Und zwar habe ich auf einer Facebook-Seite, ich weiß jetzt leider gar nicht mehr wo, hatte irgendjemand das vorgestellt und ich hatte gefragt, mein Gott, wo gibt es denn die Anleitung, ihr hättet sie bei YouTube gefunden. Wollte eigentlich auch den Link schicken, hat sie dann aber wohl vergessen. Und ich habe mich dann selber auf die Suche gemacht nach dem Link und habe dann auch gefunden. Und zwar habe ich es gefunden bei The Paper Boutique. Das ist ein englischsprachiger Kanal. Die bastelt das ausschließlich in Inch und mit 30,5, also 12x12 Papier. Und ich habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus mit den Blöcken vom Action, diese 30x30 Blöcke. Ja, und aussehen tut das Ganze so. Ich habe es verschlossen mit Klettverschlüssen, die einzelnen Täschchen. Man kann aber sicherlich auch Magneten nehmen. Das macht vielleicht Sinn, wenn man statt so wie ich jetzt hier beidseitiges Designerpapier genommen hat, sondern man nimmt Cardstock und verschönert es damit Designerpapier, dann könnte man die Magneten ja abdecken. So, und dann habe ich jetzt hier einfach mal so ein Tag, bleib wie du bist, schön bestempelt. Ich drehe das mal, hier habe ich Platz gelassen, um einen Gruß zu hinterlassen. Hier habe ich gestempelt mit dem schönen Stempel, erfüll dir einen kleinen Wunsch. Das habe ich einfach nur dahinter gelegt, diesen schmalen Streifen, damit sich es ein bisschen abhebt. Hier wäre jetzt Platz für einen Gutschein, darum habe ich das jetzt einfach mal nur so geschrieben. Ja, und das Ganze ist wie gesagt aus einem 12x12-Inch-Block bzw. 30x30 vom Action. Worauf ihr allerdings achten solltet, was gut wäre, ist, dass ihr ein Papier benutzt, wo es egal ist, wie rum es letztendlich verbastelt wird. Ich habe es bei dem hier. Ich habe also schon vorher auch mal eins gemacht. Und wenn man es aufklappt, ist alles prima. Hier, ihr seht das, Lavendel, alles ist in der richtigen Richtung. Nur leider, wenn ich es dann zuklappe, stehen logischerweise, dieses Lavendel steht auf dem Kopf. Darum habe ich das jetzt auch erstmal gar nicht weitergemacht. Das bleibt dann jetzt mal mein Muster. Weil, wie gesagt, das ist dann natürlich nicht so schön. Oder ich bin einfach zu blöd, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich würde darauf achten, dass ihr ein Papier nehmt, wo das egal ist, wie rum das Muster ist. Ja, das ist jetzt hier bei dem Papier, bei dem Stück, was ich genommen habe, bei beiden, also von der Innenseite sowie auch von der Außenseite, Bild durcheinander und deshalb auch völlig egal. Da habe ich dann genommen ganz normalen Cardstock vom Action auch, eben grün. Und jetzt gebe ich euch einmal die Maße. Wie gesagt, wir haben einmal dieses 30x30 Papier und das kürze ich mir auf einer Seite ein auf 25,7. So. Also wir legen das Papier hier rein und eine Seite kürze ich jetzt, das gar nicht, könnt ihr es sehen, auf 25,7. So. Diese Seite bleibt auch dann so liegen. Ich glaube, jetzt habe ich es schief abgeschnitten, weil ich nicht aufgepasst habe, dass es da oben gerade dran liegt. Ja, seht ihr, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Es hat nicht richtig angelegen und leider kann ich das Papier jetzt nicht nochmal verwenden. Wie prima. Muss ich mir ein neues holen. Und da ich jetzt aber alles andere auch schon zugeschnitten habe auf diese Farbgebung, werde ich jetzt das gleiche Papier dann nochmal nehmen und jetzt besser aufpassen, was ich da zuschneide. So, also nochmal. 25,7. Hier oben gucken, da war es schon wieder verrutscht. So. Und einmal abschneiden. So. Das bleibt jetzt auch auf der kurzen Seite liegen und wir falzen bei 2,25 Zoll oder 5,7 Zentimeter.
muss ich ein Stück rüber. Also 5,7 Falzen. Und bei 6,25 Zoll beziehungsweise 15,9. Dann wende ich das Blatt einmal und die lange Seite, also die 30, die noch 30 ist, beziehungsweise 12 Zoll bei den großen Blöcken, falzen wir bei 3,78 beziehungsweise 9,9 cm. Bei 4,18, also 10,5. Bei 8 Zoll Inch, Entschuldigung, Zoll Inch, also bei 20,4 und bei 8,25 Inch, also 21 cm. So, das war das. Dann brauchen wir für diese Klappe hier ein Stück Cardstock, in meinem Fall, ich nehme jetzt Cardstock, von 8,75, also 22,25 und 3,78, also 9,9 cm. Das falzen wir bei 2 Inch, also 5,1 und bei 6 Inch, also 15,25 und bei 6,25 Inch, also 15,65. Das habe ich vorhin schon gemacht. Dann fiel mir ein, oh Gott, das wolltest du dir eigentlich zeigen, aber das würde ich jetzt nicht nochmal machen wollen. So, da ich das jetzt alles schon fertig habe, kann die Schneidemaschine erstmal weg und wir widmen uns erstmal wieder diesem Stück. Und da seht ihr ja jetzt, haben wir hier, ich hoffe, man kann das sehen, sieht man es besser von der Rückseite, ich glaube, da sieht man es gar nicht, immer zwei so eng aneinander liegende Falzlinien und die werden hier immer bis zur ersten Querfalz rausgeschnitten, die beiden und auch diese beiden. Und das sieht dann hinterher eben, das sind diese Lücken, die ich hier dann habe, oben und unten, die Lücken, die dann da sind. Das ergibt sich dann. So, das machen wir dann mal eben. Also, und ich sehe zu, dass ich das also ziemlich weit rüber gehe, dass ich wirklich diese ganze Falzlinie rausschneide. Sicherlich könnte man das auch vorher richtig durchfalzen, aber ich kann das besser bei dem Licht, was ich hier habe, sehen. Und dann verrutscht mir das Papier auch nicht, wenn ich es nicht vorher falze. So, dann klappt man das, oder ich mache das so, ich klappe das dann hier hoch und schneide das dann ab. Und das machen wir jetzt hier auch. Also wirklich bis zur Querfalz oben. Hier muss ich noch ein Stückchen. Weil wenn das nicht bis oben hin ist, dann guckt das hinterher ein bisschen raus. Wobei das auch nicht schlimm ist, das kann man im Nachgang dann auch noch abschneiden. Und dann machen wir das hier an den kurzen Stücken auch. Und ich finde es eben ganz schön, dass man dann von dem Block eigentlich gar nicht mehr so viel übrig hat und ein ganzes Blatt verwendet hat. Und ja, das nennt sich ja Mini-Album in dem Video. Hier habe ich neben der Falz geschnitten, auch nicht schön. So, noch ein Stück nachschneiden. Das kann man auch als Karte, glaube ich, nehmen oder als Gutscheinverpackung, finde ich es ganz schön. So, und jetzt falzen wir diese ganzen Falzlinien einmal nach.
und auch die kurzen Stücke, die ja die Deckel werden von diesen Täschchen. Und die letzte. Und dann falzen wir natürlich jetzt auch noch die übrig gebliebenen Querfalze. Und das ist jetzt ein bisschen tricky, weil wir hier die jetzt andrücken, ist die so ein bisschen platt. Aber wenn man dann einmal hier rüber geht, dann kommt man da eigentlich ganz gut dran. Und das machen wir von der anderen Seite auch. Einmal die erste. Und dann hier ein bisschen reindrücken mit den Fingern, dann geht das ganz gut. Und die zweite. Und eigentlich könnte man es jetzt auch so lassen, wenn man will. Wenn man sagt, man will gar keinen Deckel, kann man sicherlich jetzt auch das so lassen und das mit einem Bändchen verschließen, einen Button drauf und gut wäre. Aber ich möchte das ja mit diesem Deckel machen. Und wenn ihr das hier in meinem, und so ist das auch da in dem Video, haben die mittlere Tasche ein bisschen eingekürzt. Ich habe das auch gemacht, und zwar habe ich die mittlere Tasche eingekürzt um einen Zentimeter oder zwei, muss ich mal eben gucken. Um zwei, genau. Ich habe also die mittlere Lasche hier um diese zwei Zentimeter eingekürzt. Wo ist mein Schneidmesser? Müsst ihr halt nur aufpassen, dass ihr nicht Moment, jetzt bin ich genau da reingegangen. So. Dass ihr euch rüberholt und dass ihr auch wirklich nur diese mittlere ausschneidet. Nicht, dass ihr zu weit geht. So, dann hört das auf, dann merkt ihr das auch, da ist dann kein Widerstand mehr. Und das Stückchen brauchen wir dann jetzt nicht mehr. So, dann habe ich mir mal bei Ideen mit Herz diese Eckenabrunder gekauft. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Envelopansport habt, der hat das ja auch hinten, diesen Eckenabrunder. Den kann man sicherlich auch nehmen. Man muss die Ecken auch gar nicht abrunden. Ich finde es halt nur netter. Also man könnte sie auch gerade lassen. Das wird ja vom System her jetzt nicht irgendwie dadurch nicht so schön. Aber ich fand es halt mit diesen abgerundeten Ecken, und da bin ich nicht richtig reingegangen, halt deutlich schöner. Und jetzt habe ich ja auch diesen Eckenabrunder. Habe jetzt hier auch dieses L, dieses größte genommen. Und runde damit jetzt mal eben alle Ecken ab. So. Das war das. Dann falzen wir uns noch unser Cardstock. Da müsst ihr halt ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr nicht zu fest falzt, nicht, dass euch das reißt. Je nach Qualität des Cardstocks reißt das auch schon mal. Das wäre dann sehr schade. So, und dann wird jetzt dieses hintere Teil hier aufgeklebt. Aufpassen, dass ihr nicht zu weit hier auf die Falz, so kurz vor der Falzlinie enden. Und weil das hier hinten ein kleines bisschen übersteht, würde ich den Kleber auf dieses Teil machen, damit ihr nicht hinterher euch ärgert, weil da hinten Kleber rausguckt. Ich habe das gemacht mit diesem Kleberoller vom Action. Der quietscht. Ja, so. Und dann müsst ihr halt nur gucken. Wie gesagt, dass ihr hier ein bisschen von der Falzlinie wegbleibt, das vermittelt, dass ihr hier überall den gleichen Abstand habt, so, weil das muss sich ja noch zufalten lassen, ohne dass es hakt. Also so, also das ist jetzt prima. Jetzt habe ich, jetzt klebe ich diese Tasche zu, weil da habe ich ja hier diesen kleinen Tag reingetan und habe das zugeklebt, damit das wirklich nicht aufgeht mit diesem Sticky Tape. Das ist auch schön schmal, da nehme ich dann auch nicht so viel Tiefe von der Tasche noch, weil diese Breite, das muss man allerdings abschneiden. Das kann man nicht reißen, aber ich habe da ein bisschen mehr Vertrauen zu, dass mir das nicht aufgeht. Man könnte sicherlich auch Flüssigkleber nehmen. Zum Beispiel den Tombow, der hält ja auch sehr gut.
Ja, aber jetzt fürs Video und vorhin bei meinem Exemplar habe ich auch dieses Sticky Tape genommen und das hat ganz gut geklappt. So. Ich benutze ja immer meine 1 Euro Prickelnadel von Ideen mit Herz dafür, dieses Sticky Tape zu lösen. Überhaupt diese doppelseitigen Klebebänder, das geht einfacher, finde ich, als dieses rumgeknibbelte. Wobei ich sagen muss, dass dieses Sticky Tape hier extrem klebt und auch diese Folie, die da oben drauf sitzt, extrem klebt. Ich habe vorhin mich auch schon, aber die würde ich mit den Fingernageln noch weniger abkriegen. Also bin ich ganz froh, dass ich diese kleine Nadel hier habe, aber jetzt will es mal überhaupt nicht. Jetzt will es mal gar nicht abgehen. Boah, das gibt's doch nicht. Also mit dem Fingernagel kriege ich es überhaupt nicht ab. Ja, das Video dauert dann doch etwas länger, als ich dachte, weil dieses verrückte Band hier nicht weg will. Das gibt's doch nicht. Meine Güte. So, jetzt aber. Und dann einfach hier rüberklappen. So, und dann habt ihr euer Täschchen im Prinzip fertig. So, ich habe für diese Täschchen die Maße auch für euch. Und zwar der Einleger in der Mitte ist 9,5 mal 9,5 cm, den wir hier reinkleben. Für was bei mir dieses Bleib wie du bist, also dieser Tag ist 8,6 mal 5,6 cm. Der erfüllte einen Wunsch ist 9,9 mal, ach nee, das ist dieser hier, 9,9 mal 7,4 ist der für hier hinten und den schrägt ihr euch ab, wenn ihr das wollt. Ihr könnt das auch so lassen. Ihr könnt den auch kleiner machen. Ich habe ihn ja hier so abgeschrägt. Bei dem habe ich es so schräg abgeschnitten. Also da habe ich dieses Maß zugenommen. Dann habe ich, die erfüllt ihr einen Wunsch, hat 8 x 5,3 cm, wo ich drauf gestempelt habe. Hier habe ich ja einfach nur, weil ich es einfach nett fand, das ist lose hier drin, das ist einfach nur so ein Stückchen Papier. Um das Weiß abzuheben, das habe ich diesmal in Grün gemacht und das hat die Maße 10,2 mal 2 cm. Ja, und um das hier eben, dieses Teil, was ich hier drauf gemacht habe, der Streifen, ist 13,4 mal 2 cm. Ja, und dann würde ich sagen, zeige ich euch mal, wie ich das mit dem kleinen Streifen hier gemacht habe. Und zwar nehme ich jetzt die anderen erstmal einmal runter. Ich habe das erstmal hier unten bis in die Ecke angelegt, habe es festgehalten, umgedreht und dann einfach nur hier abgeschnitten, entlang der Kante einfach hier jetzt abschneiden, auf der Seite und auch auf der Seite. Hab's festgehalten und habe es mir hier oben mit einem Bleistift im Prinzip angezeichnet, wo ich abschneiden muss. So, dann schneide ich das ab. Zack. Es kommt ja auch immer darauf an, wie lang man das, wie man das verschiebt. Also da habe ich jetzt hier ein bisschen Kleber drauf gemacht und da unten auch. Geguckt, dass ich hier die Spitze treffe, dann müsste das oben ja auch passen und das tut es auch. Ein bisschen festdrücken. Wie gesagt, den grünen Streifen habe ich einfach nur dahinter gelegt, damit, wenn dieses Teil hier drauf kommt, ein bisschen unterlegt ist und das habe ich gestempelt. Ich würde jetzt, vorhin habe ich gestempelt, erfüll dir einen kleinen Wunsch
Und diesmal habe ich mir ausgesucht aus dem Set Kleiner Wunscherfüller von Stampin' Up. Aus diesem Set habe ich mir jetzt dieses Kleiner Wunscherfüller ausgesucht und das stempel ich dann diesmal in Blau. Weil die ganze Karte ja eher blau ist, lege ich mir dann immer so ein Moosgummi drunter. Das hat ja jetzt gut geklappt, da habe ich schon wieder Farbe an den Fingern. So, das stempel ich jetzt einfach ab. So, dann wäre das auch schon mal fertig. Das kann man gleich noch verzieren mit irgendwelchen Steinchen oder wie auch immer. Dann habe ich dieses Teil. Und das möchte ich gerne bestempeln. Einmal habe ich mir so ein schönes Stempelset bei Joom gekauft. Das geht da rundum in den Geburtstag. Da habe ich mir jetzt diesen Stempel ausgesucht. Den stempel ich jetzt hier in Schwarz allerdings. Und ich finde, die machen richtig, richtig schöne Stempelabdrucke. Also ich bin total begeistert. Und aus dem gleichen Set habe ich mir noch so Luftballons ausgesucht. Da nehme ich dann jetzt hier einmal noch die Luftballons. Und in einem anderen Blatt nehme ich dann so ein kleines Geschenk. So, das war das. Das käme dann jetzt hier rein. Und jetzt machen wir das noch eben fertig. Und wie gesagt, da habe ich ja dieses Stück genommen. 9,9 mal 7, nee, gar nicht wahr, das war jetzt gar nicht. Oh, wo ist denn mein buntes hingekommen? Das soll ja dann hinterher da rein. Doch, doch, klar. 9,9 mal 7,4 ist das doch, ne? Wo bin ich jetzt hier auf meiner Liste? Genau, für den Gutschein. Da habe ich mich diesmal für weiß entschieden. Obwohl, man könnte ja auch... Ich habe ja von dem Papier jetzt hier noch was übrig. Man könnte natürlich auch einfach nur dieses Papier, was ich auf der Vorderseite wiederfinde. Das finde ich sogar, glaube ich, noch schöner. So, komm schon her. Dann schneide ich das nochmal einmal ab. 7. Wie viel war es jetzt? 7. So, dann schneide ich mir davon einmal ein Stückchen ab. Also, wie gesagt, das ist so, manchmal kommt dann auch während des Bastels einem eine bessere Idee. Und die hatte ich jetzt und würde das jetzt hier einmal aufkleben. Mit Flüssigkleber. An drei Seiten mache ich jetzt Flüssigkleber drauf. Also hier, hier und hier. Und dann klebe ich das hier unten hin. Es muss ja nicht immer schräg sein. Das war ja nur ein Beispiel. Ich glaube, ich mag das so auch ganz gut leiden. So, ja. Und dann würde ich jetzt dort den Gutschein reinstecken. Ja, jetzt bringen wir noch in der Mitte das weiße Papier auf für den Spruch. Aber das mache ich jetzt auch wieder mit dem Kleberoller. Damit arbeite ich sehr gerne. So, und da das eben von dem Maß her gleich ist, gucke ich nur, dass ich es vermittle, damit ich überall den gleichen Abstand habe. So, ja, und eigentlich war es das. Und jetzt könnt ihr euch eben überlegen, was ihr machen möchtet. Möchtet ihr es so wie ich hier mit so Klettverschlüssen verschließen? So. Oder wollt ihr lieber Magnetverschlüsse nehmen? Aber wie gesagt, ich finde, wenn man so eine Karte nimmt mit so einem Designerpapier, dann
muss das nicht unbedingt sein. Also würde ich auch wieder diese Klebepunkte nehmen wollen, wenn ich sie denn jetzt finde. Habe ich sie vorhin wieder hier reingesteckt. Und jetzt finde ich sie nicht wieder. Eigentlich hatte ich alles rausgelegt, was ich brauche. Aber hier haben wir nicht. Achso, was wir jetzt vorher noch machen könnten, wäre, ich habe ja bei dem es so gemacht, dass ich das hier unten mit so einer Stanze durch die Big Shot gedreht habe. Und zwar hatte ich hier so eine kleine Stanze. Und dann habe ich das da draufgelegt. Das könnten wir eben machen. Bevor ich dann die Klettverschlüsse anbringe, dann hole ich mal eben, ein bisschen Platz hier. Meine Big Shot. Das wackelt jetzt mit Sicherheit wieder ein wenig. So. Das schiebe ich jetzt einfach hier durch. Das ist ja mein Deckel. Da lege ich jetzt nach Möglichkeit mittig. Und da messe ich lieber nochmal nach, wo die 5 cm, also das ist ja 10 cm in der Breite. Hast und dass das so ein bisschen mittig ist. Ja, wie weit gehe ich hoch? Das ist euch überlassen. Also guckt mal, wie euch das am besten gefällt, wie groß die Klappe werden soll, wie weit die reingehen soll. Ja, ich glaube, ich finde das so ganz schön. Dann nehme ich jetzt einen von diesen beschrifteten Post-its, fixiere das ein bisschen. Ja, dann dreht sich meine Big Shot nicht herum. Moment. Ach ja. So. Weil es ihr hier zu dick ist, dann machen wir das doch anders. Das ist ihr zu viel hier. Dem Papier das hakt, dann drehen wir das eben um, dass dieses Teil, was ausgestanzt werden soll, zuerst kommt und dann müsste es gehen. Jo. Das war's auch schon mit der Big Shot. Dann kann die auch schon wieder weg. Die ist ja mega schwer, ne? Also hier auch noch Post-its. So. Und dann machen wir diesen Post-it ab und schon habe ich dieses Stückchen hier unten nett gemacht. Jetzt habe ich mich diesmal dafür entschieden, ich mache das mal einmal auf, so, diesmal dafür entschieden, so eine blaue Welle zu nehmen, wobei, ich glaube, nö, mache das diesmal, glaube ich, so und wird auf dieses kleine, da habe ich mir auch schon einen Stempel rausgesucht. Wieder mal für dich. Und da würde ich dann das jetzt auch Ton in Ton stempeln wollen. Da nehme ich jetzt für das kleine Ding nicht meine Unterlage. Das stempel ich jetzt einmal so ab. Zack. Ja, prima. So. Und das kommt dann hinterher hier drauf. Und wie gesagt, ihr könnt eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, wie ihr es selber verzieren wollt, was ihr dort reinmachen wollt. Hier könnte man jetzt auch noch Fotos reinmachen. Hier was Schönes reinschreiben, Glitzersteinchen. Ich werde es jetzt erstmal so lassen, weil ich noch nicht genau weiß, wer es kriegen soll, ob es einen Mann oder eine Frau kriegen soll. Und weil das im Moment noch vom Stil her völlig egal ist, spätestens wenn ich so mit Blumen und so weiter arbeite, dann ist es dann doch eher fraulich. Und deshalb, weil ich noch nicht genau weiß, was ich machen möchte, lasse ich das jetzt so. Leider habe ich meine Klebepunkte nicht gefunden. Und die muss ich jetzt auch erstmal suchen. Meine Klettpunkte. Ach, jetzt, wo ich sage, ich habe sie nicht gefunden. Doch, da sind sie. So, dann können wir das auch eben machen, weil ich werde auch hier auf jeden Fall wieder Klettklebepunkte verwenden. Ich mache das immer so, dass ich dieses Puschelige abmache, auf den anderen draufsetze.
dann das gucke, dass das hier mittig ist, in etwa, zuklappen, festdrücken und dann hält das. Ja. Und das mache ich jetzt bei allen drei bzw. vier Laschen, vorne die Vorderlasche ja auch noch. Und auch hier die Mitte suchen, auf einer Seite ankleben, zuklappen und dann hält das auch. Man könnte da auch sicherlich, weil das ja kein Gewicht zu tragen hat, um ein paar Klebepunkte zu sparen, sicherlich auch so halbe nehmen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Bei Dingen, die nicht so groß sind, dass man da eben Angst haben muss, dass das nicht hält. Da habe ich nämlich hier auch noch einen halben. Hier beim Deckel würde ich sicherlich einen ganzen nehmen, weil das ja doch schon ziemlich stramm wird. Bei dem, je nachdem, was man da rein macht. Eben gucken, dass ich hier gerade bin, bevor ich das zumache. So, und wie gesagt, hier vorne würde es dann jetzt noch verziert werden mit was auch immer. Entweder mit dem oder man macht was anderes drauf. Ja, ich hoffe, dass euch dieses kleine Video gefallen hat, dass ihr wisst, was ich meine und es gut genug erklärt habe, dass ihr es nachmachen könnt. Ich würde euch jetzt nochmal einblenden, die Maße, die ich mir aufgeschrieben habe dazu. Dann könnt ihr euch das immer wieder angucken. Und ja, also das sind jetzt im Prinzip das. Hier unten ist für das Innenleben, aber wie gesagt, das ist ja jedem selbst überlassen, wie ihr es gestalten wollt. Der Block ist eigentlich 30,5 x 25,7. Ich habe jetzt aber hier auch einen Action-Block genommen für 30 x 30. Und hier sind dann die Maße, das an der kurzen Seite, sprich an der Seite von 25,7, wird hier gefalzt. Und dann dreht ihr das Blatt einmal um, dass diese kurzen Stücke oben sind in eurer Maschine, eurem Falzbrett. Und falzt dann nochmal hier. Und dieser Tag, sprich die nannte das dort Tag, also dieses Teil hat dann eben diese Maße und wird dann bei 2, 6 und 6 ein Viertel gefalzt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das auch noch aufschreiben, wobei das ergibt sich, wenn ihr, je nachdem, was ihr dort reinmachen wollt. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen freuen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!